Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und wenn du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat erscheinen, darf ich dich herzlich einladen, meinen Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite meiner Homepage tun. Und dann wirst du über zukünftige Podcast-Folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. An dieser Stelle erwähne ich sehr gerne, dass ich seit ein paar Monaten offizielle Kooperationspartnerin der NMZ bin, der Neuen Musikzeitung, einer wunderbaren, sehr informativen Zeitung mit einer wunderbaren Online-Plattform und natürlich auch die Printausgabe. In meinem heutigen Interview gibt es den Komponisten und Dirigenten Vykintas Baltakas. Und ich freue mich auf dieses Interview sehr, dass ich das mit euch teilen darf, weil wir beide, also Vykintas und ich, in ein paar Tagen bei dem Festival Musica Sacra in Maastricht eine Uraufführung haben. Ich singe dort zwei Soloprogramme, also Programme für Stimme Solo. Und dort singe ich auch Werke von Sidney Corbett, Walter Zimmermann, Antoine Beuger, Eva Maria Huben, Johannes Schachtner. Und am 20.09. in dem Konzert gibt es eben eine Uraufführung von Vykintas. Ich werde die Webseite des Festivals Musica Sacra natürlich in die Shownotes packen. Und ja, ich selber freue mich sehr auf Maastricht. Ich bin noch nie in Maastricht gewesen. Ich werde auch einen Tag mit den Studenten von Vykintas verbringen und dort ja über neue Musik reden, über die Stimme in der neuen Musik. Also das, was ich den ganzen Tag so mache. Ich werde auch an dem 22.09. noch in einer Radiosendung auftreten. Also ich freue mich sehr auf diesen umfangreichen Aufenthalt in Maastricht. Nun also viel Freude mit dem sehr aufschlussreichen Interview mit Vykintas Baltakas. Hallo lieber Vykintas Baltakas. Ich freue mich total, dass wir hier jetzt im Keller der Musikfabrik sitzen, Köln Media Park, und du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Hallo. Hallo. Das freut mich auch sehr. Ja, heute Abend gibt es auch ein Konzert von dir hier mit der Musikfabrik. Was wird es zu hören geben? Erstmal, um zu beginnen, der Kurator von diesem Konzert ist Benjamin Kobler. Und das ist eine alte Studienkollegin von mir. Wir haben zusammen sehr schöne Zeit in Karlsruhe verbracht, an der Musikhochschule dort. Und das war wirklich eine sehr reiche und interessante Erfahrung, wo gleichzeitig Wolfgang Grimm und Peter Erzbusch unterrichtete. Es war wirklich sehr viele, eben diese Kombination hat sehr viele Leute zu neuer Musik gebracht. Und eben das bleibt weiterhin. Ich habe auch damals auch ein Stück für ihn geschrieben, Passacher, was bis jetzt auch noch lebt, ein Studienstück. Und so heißt das Konzert heute, Passacher, ein Märchen. Natürlich, es gibt auch andere Stücke, das ist vor allem ein Kammermusikkonzert mit kleinen Besetzungen. Es gibt nur Klavier, Violine, Klarinette und Elektronik. Das ist ja total schön, dass ihr euch schon so lange kennt und jetzt natürlich immer wieder miteinander arbeitet. Ja. Und auch heute. Allerdings, wir haben nur an einem Stück zusammengearbeitet, wo ich für ihn speziell geschrieben habe. Und jetzt, nach 20 Jahren ungefähr, sprechen wir, ja, das wäre schön, dass es wieder was Neues kommt. Großartig. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein tolles Konzert in ein paar Minuten. Ich möchte von dir wissen, wie bist du zur neuen Musik gekommen? Erstmals vielleicht, wie ich zur Musik gekommen bin, dann das ist ganz einfach, weil meine beiden Eltern sind Musiker. Mhm.
Und das ist schon eigentlich von beider Seiten, dass ich bin die dritte Generation von Künstler. Der Vater von meiner Mutter war ein ziemlich bedeutender Schauspieler und Regisseur. Der Vater von meiner Vaterseite, der war auch Künstler, sehr breit gelegt. Und meine beiden Eltern sind beide Musiker. Und das war fast automatisch, dass ich in eine spezialisierte Musikschule ging, so wie auch mein Bruder und meine Schwester. Und ja, ich bin auch noch in sowjetischen Zeiten aufgewachsen und ich erinnere noch sehr gut, wie sie darüber gesprochen haben. Und das war halt so, dass egal was man tut, man verdient sowieso kein Geld. Es gibt sowieso, die Karrieremöglichkeiten waren sowieso ganz beschränkt. Deswegen, meine Eltern waren einfach sehr überzeugt, dass da macht das einfach, was dir am meisten Spaß macht und was wo bist du am besten. Ich ab und zu vergleiche das mit Erfahrungen von meiner Frau, die ganz, ganz, ganz gerne wollte Musik studieren, aber in Belgien, sie ist Belgierin, und aber die Motivation von den Eltern war ganz anders. Sie meinten, erstmals mach etwas Richtiges. Und dann, wenn noch Zeit gibt, dann mache ich ein bisschen auch Musik. Und eben, ich bin so in einer ganz anderen Situation, paradoxal aufgewachsen, wo wirklich, wirklich alles hatte, um die ganze Unterstützung für Musik zu tun. Und für mich war, ich habe ganz früh schon angefangen mit Komponieren. Ich weiß es nicht, 8, 9 Jahre alt. Und das war für mich ganz klar, dass ich komponieren möchte. Ganz früh. Und dann irgendwie das selbstverständlich, dass man dann irgendwie an... War das schon komponieren im Sinne von neuer Musik oder eher noch ein bisschen, ja, konventioneller? Ja, das ist, ich glaube, das ist immer so ein Mix. Weder das noch das andere. Mhm. Aber irgendwie, das ist, für mich war klar, dass ich komponieren möchte und ich mit Kreativität beschäftigen möchte. Und du hast sehr schnell deine eigene Sprache gefunden. Genau, ja, genau. Toll. Ja. Deswegen eigentlich, das war nie eine große Entscheidung oder eine große Überlegung so oder anders. Also du bist übers Komponieren quasi zur neuen Musik gekommen und hast du dann auch viel gehört? Quasi neue und, Musik? Und dann eben, ich muss auch sagen, dass es die neue Musikszene in Litauen war und ist sehr aktiv. Und ich finde, es gab sehr, sehr, sehr interessante Komponisten damals, die dann eben mich dann auch als Schüler und erstmals und dann als junger Student sehr motiviert haben, einfach durch das Schaffen selbst. Und wieder auch die neue Musik war damals auch sehr populär. Und das ist... Und das hat mich damit zu erklären, weil, also ich erlebte eigentlich die interessanteste Zeit wahrscheinlich, wo die Durchbruchzeit, die singende Revolution und eben alles, was die eigene Kultur betrifft, alles, die Leute haben das wirklich sehr gerne absorbiert. Und es gab so Komponisten wie Kutavičius, Bajoras, die wirklich also ein bisschen vergleichbar wie Verdi in Italien waren, obwohl die neue Musik komponiert haben. Mhm. Und die Szene war voll und sehr gut besucht. Gut. Aber dann an einem bestimmten Moment dachte ich, dass natürlich... die Zeit schon vorbei war. Ich wollte natürlich auch, ich war sehr neugierig und wollte sehen und hören, was mehr passiert in der Welt. Und dann ging ich nach Deutschland, zu Wolfgang Krim, zum Studieren. Und dann eigentlich eine von meinen größten Aktivitäten war, einfach in die Bibliothek zu sitzen und alles zu hören, was ich wahrscheinlich verpasst habe, nicht gehört habe. Was macht für dich gute neue Musik aus? Ich glaube, es gibt keinen Unterschied zwischen guter neuer Musik und guter Musik. Weil es gibt auch sehr, sehr, sehr viele schlechte alte Musik.
Ja, man kann zum Beispiel an die Lieder von Beethoven denken. Oder auch sehr viel einfach so Musik, die einfach für ein paar Tage geschrieben wurden. Und da probiere ich immer so möglichst objektive Kriterien zu finden, die eigentlich unabhängig von Stil und unabhängig von der Zeit sind. Mit welchen man könnte auch Populärmusik anhören, mhm, und auch bewerten. Weil wenn man jetzt mit Kriterien von neuer Musik die Populärmusik anhört, das ist natürlich das passt nicht, oder mit klassischen Kriterien auch nicht. Also ich sehe im Prinzip Musik als eine auditive Kunst, als Klangkunst, und wenn man so anschaut, es gibt, dann kann man auch an die Physikalität von dem Klang kommen. Und wenn man das ganz abstrahiert, es gibt halt die Welle des Klanges. Ja? Und so wie die Welle bewegt, schneller, langsamer, größer, kleiner, aktiver, spontaner oder nicht, das würde ich so die Form nennen. Ja? Und dann ist eigentlich die Frage, ist jetzt, was das passiert, ist das jetzt interessant oder man schläft ein? Und dann von dieser Perspektive könnte man eigentlich fast alles bewerten ein bisschen. Und das muss nicht bestimmte Kriterien, harmonische Kriterien oder Tongebungskriterien sein. Also es kann genauso gute Musik sein mit die gebraucht klassische Harmonie, warum nicht? Oder die überhaupt keine Harmonie gebraucht. Also das ist eigentlich, wie gesagt, also die Musik hat, dass dieses Termin neue Musik ist sowieso sehr fragwürdig. Weil was ist neue Musik? Also nennen wir immer noch neue Musik John Cage oder Stockhausen? Ich würde sagen ja, aber die Komponisten sind schon tot. Mhm. Und wo stoppt das oder wo beginnt das? Ja. Also das ist so eine große Frage. Was ist überhaupt neue, mhm, Musik? Oder ist jetzt die Populärmusik, die auch heute geschrieben wird, ist die neue Musik oder nicht? Die wird heute geschrieben. Mhm. Das ist ganz zeitgenössisch. Also das ist so ganz, also wir kommen jetzt in dieses ganze problematische Feld von Terminologie. Mhm. Gibt es Vorurteile gegenüber der neuen Musik? Und was wünschst oder tust du dafür, dass sich diese ändern können? Es gibt, so wie überall, es gibt eigene Kreise. Ja? Und mit bestimmten ästhetischen Präferenzen. Und wahrscheinlich das ist, was ich würde wünschen, dass etwas locker wäre, weil eigentlich im Prinzip, wenn wir schon über die Definition von neuer Musik sprechen, dann würde ich sagen, okay, für mich wäre das die Musik, die eigentlich frei von oder möglichst frei von Beschränkungen. Von der anderen Seite, das ist auch selbstverständlich, dass kein eigenes Kunstwerk entsteht. Kein gutes Kunstwerk entsteht ohne innere Beschränkungen. Ja? Aber nur das Problem ist, wenn die inneren Beschränkungen von einem Kunstwerk auf einmal größer werden und einen ästhetischen Kreis formulieren, welches dann zum Beispiel in einem Land oder in einer Stadt dominiert. Und das heißt eigentlich, alles, was da nicht reinpasst, wird abgelehnt. Und das finde ich ein bisschen eine problematische Situation. Und man kann natürlich sehr viele Beispiele dafür finden, wo eben neue Musik in jedem Land oder sogar in verschiedenen Städten ganz anders wahrgenommen wird, was das ist. Und bestimmte Stile oder bestimmte Merkmale einfach werden nicht reingelassen.
Was schätzt du an Interpreten besonders in der Zusammenarbeit? Ich habe mal sehr schöne Erfahrungen gehabt während meiner Studienzeiten, weil ich habe auch Dirigieren studiert. Und wenn man nimmt die Aufnahme von unzähligen Aufnahmen von irgendwelchen Beethoven Sinfonien, ja? Und man kann wirklich 10 beste Aufnahmen finden mit besten Dirigenten und besten Orchestern. Und das Interessante ist, dass eigentlich deswegen sind die Dirigenten auch so gut, weil sie die Werke ganz ehrlich aufnehmen und probieren keine eigene Sachen davon zu machen. Und wenn man aber die Interpretation vergleicht, man ab und zu hört man wirklich unterschiedliche Stücke. Und das ist so ein Paradox eigentlich, welches ich sehr schön finde, dass eigentlich die Interpretationen, die ganz tief sind und ab bestimmter Ebene spricht man über die Nuancen von diesen Interpretationen. Das heißt, das Werk wird so verinnerlicht, dass das kann dann nur, ohne das Werk zu verändern, ohne irgendwas hinzufügen, aber aus eigener Perspektive angesehen werden. Und wenn ich das anwende an der neuen Musik, das, ich würde sagen, das schätze ich das Gleiche bei der neuen Musik, dass ich schätze die Leute, die hier in die Musik so tief reingehen können, dass sie dann am Ende der Komponist wird vergessen und das wird ein Stück von diesen Musikern. Und aber nicht durch die Veränderung oder durch die Ignorierung von diesem Komponismus, aber umgekehrt, das wird zugefügt, eigene Persönlichkeit. Und das heißt eigentlich natürlich, wenn man, also die Konsequenzen sind, dass ja, die Musiker natürlich müssen auf dem größten Stand, technischen Stand sein, um das zu können und vor allem auch so, dass die Werke so gut können. Und das schätze ich ja meistens. Und das ist wieder nicht nur neue Musik, sondern das gilt für alles. Kann ich gut verstehen. Mir geht es auch bei der neuen Musik oft so, dass ich jetzt auch Stücke mag, wo ich irgendwann auch dahin komme, auch wenn ich es dann oder hoffentlich viel geübt habe, dass ich es mir eben auch tatsächlich zu eigen mache und das Gefühl habe, ich kann jetzt auch wirklich Musik machen und bleib nicht jetzt irgendwie in der Technik oder in der Organisation hängen. Das finde ich für mich auch sehr, ja, schön und einfach, ja, wo ich sage, das ist ja das, worum es eigentlich geht. Und wenn ich das erleben darf, finde ich das auch immer sehr, sehr beglückend. Absolut. Aber das ist natürlich auch zum Beispiel bei neuen Werken ist das viel schwieriger, weil es wird nicht so oft gespielt, so wie die klassische Musik. Und es geht eine Produktion nach der anderen oft. Und oft, aber das ist dann die frustrierende Erfahrung, oft bleibt das bei Notenspielen. Mhm. Und oft ist das wirklich ganz frustrierend. Ja, jetzt bin ich ja Sängerin, wie alle wissen. Wie ist es für dich, für die menschliche Stimme zu schreiben? Was sind da für dich die Besonderheiten und die Herausforderungen? Ich bin ja eben in Litauen aufgewachsen und das ist eine Kultur, die ja sehr viel mit Singen zu tun hat. Also so wie in Deutschland, Österreich oder sowas. Wie hier die Kammermusik bedeutend ist, ist das Singen sehr wichtig. Und man kennt die Festivals mit Chören, die ein paar tausende Choristen zusammenbringen und so weiter. Allerdings, also zum Beispiel, ich habe mal auch Chorleitung studiert. Ich habe nicht so wahnsinnig viel für die Stimme geschrieben.
Vor allem für mehrere Stimmen, sehr, sehr selten. Also ich habe öfters eben mit meiner Schwester, Rita Walter, zusammengearbeitet und dann eben da die Stücke, die da entstanden sind, sind meistens für sie geschrieben. Und was ist das speziell? Ich glaube, bei Gesangsstücken ist, ich glaube, die Persönlichkeit steht noch mehr im Vordergrund. Weil wenn man über einen Instrumentalist denkt, natürlich, das ist die, selbst die Klangfarbe ist objektivisiert irgendwie. Und bei dem Sänger ist natürlich die Klangfarbe ist ein Teil des Menschen. Jede Klangfarbe ist ganz anders. Und das heißt also, man tritt viel mehr mit der Persönlichkeit, mit dem Sänger in Kontakt. Es gibt natürlich auch bestimmte technische Herausforderungen für den Sänger, auch für den Komponisten natürlich auch. Das ist halt so die technischen Fragen, wie der Komponist damit umgehen sollte und wo sollte er, ob irgendwann sollte ein bestimmte Kompromisse kommen oder nicht. Oder, also das sind die Fragen natürlich, die öfters gestellt werden für die Stücke, für Gesangsstücke als für instrumentale Stücke. Das sind die Herausforderungen. Wir haben ja das Glück, dass wir am 20. September diesen Jahres, also 2019, darf ich ein Stück von dir aufführen in dem Festival Musica Sacra in Maastricht. Und wir haben ja vorhin auch ein bisschen geplaudert. Du bist schon relativ weit mit dem Stück. Magst du da ein bisschen was zu erzählen, was in dem Stück passieren wird, was man dann in Maastricht hören kann? Also Maastricht ist das Festival, ist, so wie der Titel sagt, das ist Musica Sacra. Das ist, ursprünglich war das ein Festival von religiöser Musik oder eng verbunden. Jetzt ist das nicht mehr so stark, aber immerhin, das bleibt noch dieses Beigeschmack. Und ich aber bin absolut kein religiöser Mensch, überzeugt. Ich sollte dann irgendwie meinen Platz da finden. Und meinen Platz habe ich gefunden in meiner Geschichte oder meiner Kultur, so gesagt. Also Litauen war das letzte heidnisches Land in Europa. Also wir sind erst im 15. Jahrhundert christianisiert. Und eben aber die... Das war immer noch formal und bis Ende 19. Jahrhundert, da waren immer noch sehr viele Ritualen und sehr viele Teile von Ritualen, die oder gemischte Rituale mit christlicher Glaube. Und das ist sehr spannend eigentlich. Also das, wo Litauen ist, wirklich reich, dass in dieser ethnische Musik und ethnische Kultur, die sehr gut aufbewahren ist und wurde natürlich, das stirbt langsam auch ab. Was ich für dieses Stück gedacht habe, es gab sehr viele Beschwörungsformen, die eben ein Mix aus heidnischen und christlichen oder nur heidnischen entstanden sind. Und Beschwörung für etwas, gegen etwas, für die Liebe, gegen die Liebe, für den für Regen, gegen den Regen, für alles. Und es gab unglaubliche Menge von Beschwörungsformen gegen die den Schlangenbiss. Und ich fand die sehr interessant. Das ist auch eine Art Gebet. Aber natürlich, das ist kein richtiges Gebet, aber das eben das ein kleines Ritual. Und ich habe das als Ausgangspunkt und als Thema und als Struktur genommen. Und was auch interessant ist, dass
komischerweise in dieser Formel werden die Silben vertauscht, sodass man liest umgekehrt. Mhm. Erstmals, wenn man ein Wort nimmt, dann erstmals man fängt von Ende, dann kommt die mittlere Silbe und dann die Anfangssilbe. Und eben das fand ich eine eigentlich faszinierende Struktur, um dann mit diesen Silben dann auch weiterhin zu spielen. Ja? Ich gehe, das ist überhaupt nicht, dass ich irgendwie die authentische Volksmusik gebrauche, überhaupt nicht. Das ist nur ein Ausgangspunkt und fertig. Aber eben das ist so ganz motivierend und ganz faszinierend. Ja. Also ich glaube, dass sich das richtig gut in mein Programm einfügen wird, weil das erste Stück von Johannes Schachter, das hat tatsächlich eher einen christlichen Hintergrund. Dann mache ich noch das irakische Alphabet von Walter Zimmermann und das irakische Alphabet, das hat dann tatsächlich arabischen Hintergrund. Und dann gibt es noch kurze Stücke von Hildegard von Bingen, einer mittelalterlichen Mystikerin oder Nonne. Also ich glaube, das ist ganz toll, diese verschiedenen Aspekte jetzt in dem Programm zu haben. Hat sich gut gefühlt. Ich freue mich schon auf die Noten. Und ja, du lehrst sehr viel, sowohl am Konservatorium in Maastricht als auch in Vilnius. Was bedeutet es dir zu unterrichten? Das bedeutet wörtlich ein zweites Studium für mich. Also ich habe das wirklich nicht erwartet, ehrlich gesagt, ich war 20 Jahre selbstständig, aber es ist schon, und ich lebe das als selbstständiger Komponist und Dirigent und das ist alles gut in Ordnung, aber irgendwie habe ich das angefangen aus finanziellen Gründen, um ständiges Einkommen zu haben, ganz, ganz so. Aber was ich jetzt entdeckt habe, das ist, ich muss jetzt auf die Bremse treten. Weil das macht mir unglaublich viel Spaß. Ich merke, wie ich evaluiere jedes Jahr, wie meine Studenten wachsen. Und inzwischen wir machen keine Examens, wir machen Festivals. Und sehr viele. Und jetzt in einer Woche spiele meine Masterstudenten als Abschlusswerk 4 Kammeroperas, die sie geschrieben haben an European Opera Academy in Maastricht. Und das ist sehr faszinierend. Und an zwei Stellen unterrichte ich zwei verschiedene Sachen. Also in Maastricht habe ich meine Kompositionklasse und in Vilnius habe ich Magisterprogramm geschaffen für neue Musik. Und eben da sind die Interpreten. Hm. Und das, also die beiden vervollständigen sehr gut einander. Also auch dass die Spieler in Vilnius spielen die Werke von Komponisten in Maastricht und umgekehrt. Und wie gesagt, das ist für mich inzwischen ein zweites Studium geworden, weil ich habe so viele Dinge entdeckt, die ich wahrscheinlich keine Zeit dafür gehabt hätte. Und jetzt gehe ich da zusammen mit meinen Studenten, die auch sehr kritisch sind und interessiert und eben auch über diese Frage nachzudenken. Das ist ein Geschenk. Das glaube ich dir. Jetzt hast du es ja selber schon gesagt, du machst ganz viel. Also du lehrst an zwei verschiedenen Städten in zwei verschiedenen Ländern. Du komponierst, du dirigierst. Da frage ich mich natürlich, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Hast du eine Form von Zeitmanagement? Hast du tägliche Rituale? Wie machst du das? Ich glaube, jeder irgendwie, der viel was tut, irgendwann ist damit muss irgendwie lernen, über solche Sachen umzugehen. Für mich hat das 20 Jahre fast gebraucht, um echt effizient zu sein. Und das ist natürlich nicht so einfach. Ich merke, dass es ganz unterschiedlich effizient zu sein, wenn man studiert die Partituren fürs Dirigieren, weil das ist, man geht
man hat das Werk und man geht runter und in die Details und man kann das auch ziemlich gut planen. Mit Komponieren, das ist viel schwieriger, effizient zu sein, weil man ist immer ein Teil ist immer noch an Glauben. Okay, ich glaube, dass es wird funktionieren. Und das kann passieren, dass irgendwie an einer Stelle sieht man, dass doch nicht funktioniert. Das heißt, ja, man kann das so gut planen, wie man will, aber irgendwie muss man alles von vorne anfangen vielleicht. Aber immerhin, man entwickelt bestimmte Techniken, wie man, ich habe auch über mich entdeckt, an welchen Zeiten am Tag, was ich mache, was ich am besten tun kann. Wo sind die schwierigsten Zeiten, wo sind die Zeiten, die besten Zeiten für die schwierigen Aufgaben. Mhm. Also das ist natürlich, aber ich glaube, das ist nicht was Besonderes, was die Musiker tun. Also ich glaube, das ist, betrifft alle, die eigentlich vor allem kreativ sind, aktiv. Wofür bist du derzeit dankbar? Für alles? Nein, das ist wirklich das ist eine schwierige Frage. Also ich bin glücklich, dass ich lebe, dass ich das erleben kann. Also das ist, wenn man damit anfängt natürlich, das ist, dann natürlich geht man weiter über die Familie, das ist auch eine Bereicherung, wo ich jetzt keine Alternative sehen würde. Ich habe Frau und zwei sehr schöne und glückliche Tochter. Und dann natürlich eben, wie ich habe gesagt, das für die Möglichkeiten, um kreativ zu sein, zu komponieren, zu dirigieren, zu unterrichten, das ist natürlich für das alles, was mich glücklich macht. Und dafür bin ich im Allgemeinen dankbar. Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert? Ich würde das nicht mehr im Passé sagen, also weil das ändert sich immer. Also wie gesagt, also mich hat sehr stark geprägt, also die historische Zeit und die wo ich wirklich mit 18 Jahren dabei war, wo wir uns in die Unabhängigkeit bewegt haben und dass die Zeiten, die vielleicht außer musikalischen, außer persönlichen Gebührnissen, das wahrscheinlich war das meist Interessante, weil das war wirklich was ganz Spezielles, wo das ganze Volk stand für eine Idee und egal wie naiv das heute klingt, jeder für jeden sind Bruder und Schwester geworden für ein paar Jahre. Und weil wir standen vor der Gefahr, vor einer richtigen Gefahr und das Zweite war auch, weil ich spreche über 19 Jahre, ne? Nach der Berliner Mauer und so, 89 bis 92 ungefähr. Und was das auch wieder ganz besonders war, dass die alte Regel funktionierte nicht mehr, aber die neuen war auch noch nicht. Ja, ja. Und das war aber auch wieder was ganz Faszinierendes. Das war wirklich so, vor allem mit 18 Jahren, das war wirklich die erste Liebe. Das ist genau dieses Gefühl, wo man Angst hat, aber wo man wirklich fasziniert ist. Und das hat mich unglaublich geprägt natürlich. Musikalisch, das sind natürlich sehr viele Leute, die mich sehr stark geprägt haben. Also erstmal alle meine Lehrer, so Wolfgang Kriem, Peter Ettrusch, unglaublich. Von den Leuten, die ich nicht kannte, ich fand Morton Feldman, also seine Klangästhetik und so, am Anfang konnte ich das überhaupt nicht verstehen und ich habe ganz scharf abgelehnt. Und dann irgendwann habe ich ein Stück von ihm dirigiert und auf einmal hat sich das alles ganz geändert. Und ich merke immer noch, dass ich irgendwie sehr stark von Mortimer Feldman habe. Auch Luciano Berio finde ich immerhin ist ein unglaublich wichtiger Komponist. Und dann, wie gesagt, so wie
das bleibt nicht, das stoppt dort nicht, also das geht weiter und man entdeckt immer wieder neue Werke oder neue Komponisten, vielleicht weniger, aber neue, vor allem entdeckt man Werke von Komponisten, die vielleicht nicht unbedingt immer interessiert, zum Beispiel John Cage, war ich nie interessiert eigentlich daran, seriös, aber irgendwie, wir haben das mit meinen Studenten studiert und das wieder was, das hat bei mir was geändert. Mhm. Mich hat auch sehr stark geprägt die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen in Vilnius. Ludas Mockūnas, der tut Improvisation, die freie Improvisation. Und jetzt ist wirklich ein wichtiges Thema für mich ist geworden, Interaktivität mit Musikern. Dass irgendwie das einfach die Musik abspielen vom Blatt, das finde ich inzwischen nicht mehr interessant. Also da fehlt mir was, da fehlt mir das Leben irgendwie. Und ich suche irgendwie, ich probiere immer irgendwie so eine Situation jetzt zu schaffen, wo der Musiker vielleicht auch nicht so ganz 100% sicher ist. Aber wirklich muss noch zuhören, muss noch sich finden und muss auch kreativ werden, dass diese Teilnehmung wird aktiviert. Und gut, nicht alles zulässt, nicht alle Rahmen, also Besetzungsrahmen oder sowas, das zulässt, aber ich suche sowas immer. Ja, und das geht weiter. Auf jeden Fall. Was bedeutet es für dich, sich treu oder authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das? Unabhängig, wie viel Success man hat, es gibt immer Leute, die das werden mögen und es wird immer Leute geben, die das nicht mögen. Und das ist ganz normal. Also wir beschäftigen wir uns hier nicht mit populärer Musik, die für alle muss gut sein. Treu ist, das muss man einfach akzeptieren. Und treu ist eigentlich treu für sich selbst zu sein. Das ist das kritisch vor allem, für sich selbst zu sein und dass man probiert, mindestens ich probiere, jedes Stück bis zu bestimmten Grenzen zu führen, wo ich denke, okay, das ist jetzt heute meine Grenze. Und das ist die Grenze von dem Stück, von der Idee. Gut, das mag einer oder andere mag die Idee gut finden oder nicht, aber ich habe das Maximum getan. Das finde ich treu. Dann, wenn die Idee nicht mehr trägt, vielleicht muss das Stück auch nicht weiter bestehen. Und dann eben, weil du hast das Wort Musikbusiness gebraucht. Und dann eben in diesem Sinn sollte man wenig über Musikbusiness denken, weil also mit neuer Musik ist sowieso kein Business. Daher ist das, wenn man würde probieren, allen Geschmacken nachzufolgen, dann verließ man sich nur sich selbst und eigentlich verließ man die Chance, eigentlich tiefer reinzugehen in das, was man eigentlich probiert, was man sucht. Was bedeutet für dich Erfolg? Das Erfolg für mich bedeutet eigentlich tatsächlich, ich komponiere, weil ich suche eine bestimmte Art von Klang eigentlich. Und deswegen oft komponiere ich die Stücke, also bleibe ich komponieren oder verbessern oder umarbeiten, weil ich denke, okay, ich bin schon ganz nah dran, aber noch nicht. Und um ehrlich zu sein, also ich bin sehr glücklich, wenn ich da ein Stück irgendwann in einer guten Aufführung oder guten Aufnahme anhören kann und wirklich davon genießen kann. Das,
dann heißt es für mich wirklich, okay, das für mich ist Success. Natürlich, das ist eine andere Sache von Success, von Popularität oder sowas. Wir leben davon. Wir brauchen das auch alle ein bisschen, auch psychologisch und auch einfach, wir würden keine Musik schreiben, wenn niemand das spielt. Ja? Das ist auch natürlich irgendwie wichtig, aber ich würde das nicht gerne umdrehen. Und gibt es etwas, was dich antreibt oder hast du eine Vision? Eben, mich treibt sehr stark den Klang. Mhm. Also ich wirklich probiere den Klang zu finden und das treibt mich sehr stark an. Wir sind bei der letzten Frage angekommen. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben? Die jungen Künstler probieren oft, also das ist gut, Generalisierung, beides zu sein. Auch populär und auch persönlich. Und es dauert eine Weile, bis man versteht, dass hier eigentlich kein richtiges Kompromiss gibt. Entweder wenn man will, weil also die Dialektik ist so, dass wenn man wirklich breites Publikum erreichen möchte, dann das kann man tun, aber das ist immer auf Kosten von Individualität meistens. Aber wenn man wirklich sich selbst ausdrücken möchte, dann verliert man das breite Publikum. Und das sieht man sehr oft in Beispielen von populärer Musik, zum Beispiel, wo, sagen wir, die Künstler sind groß geworden und dann werden sie stets persönlicher, stets kreativer. Und dann auf einmal wird das marginal. Und auf einmal das große Publikum sucht was Neues. Einfach verständlich und wo man nicht viel nachdenken muss. Und das ist, ich glaube, das ist so eine Utopie, wo sehr viele junge Leute haben, dass beides kann. Und das passiert ab und zu, aber das Interessante ist, das passiert nicht durch das Bemühen von einem Komponist, sondern das passiert eher zufällig durch, dass man vielleicht bestimmte Stil gebraucht hat oder bestimmtes Element gebraucht hat, was gerade in dieser Zeit vibriert. Und da kann man so sagen, was weiß ich, so amerikanisches Minimalismus, ja, das ist auf einmal sehr populär geworden ist. Obwohl ich zweifle ob das jetzt wirklich strategisch gedacht wurde. Oder dass der gleiche Avo Pärt, ein sehr populärer Komponist, und ich glaube nicht, dass er das bewusst so in die Popularität ging, dass das einfach jetzt passte. Mhm. Die Zeit und passte, was er da dafür komponiert. Wenn er das bewusst getan hätte, das oft zweifle ich, ob das so wäre. Ja, ganz wunderbar. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir jetzt gleich ein richtig gutes Konzert und danke, dass du dir vor dem Konzert noch so viel Zeit für mich genommen hast. Vielen Dank. Und bis auch bald in Maastricht. Ja. Dies war also das Interview mit Vykintas Baltakas. Ich hoffe wie immer, dass du richtig viel für dich mitnehmen konntest und ich freue mich auf deine Ideen und Anregungen. Gern auch über Facebook. Ich danke dir, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.